Man sagt ja, viele schätzen deutsches Bier, aber ich schätze dieses Bier ganz besonders. Mein Name ist Dr. Michael Borschmann. Ich war in meinem früheren Berufsleben beim Staat angestellt, habe für das Land Hessen und im Rahmen der Arbeit mit auswärtigen Staaten, mit internationalen Angelegenheiten, habe ich ganz besonders China schätzen gelernt, sodass ich nach dem Ausscheiden aus dem Beruf mich weiterhin intensiv mit diesem wunderschönen Land mit großer Kultur und Geschichte beschäftige. Ich habe nunmehr von Freunden aktuell eine kürzlich erschienene Ausgabe der Regensburger Zeitung bekommen. Und in dieser Regensburger Zeitung ist ein Artikel über die Partnerschaft zwischen Regensburg und Qingdao. Qingdao hat die eine oder andere zusätzliche Partnerschaft in Deutschland und in der Welt überhaupt, aber insbesondere seit 2009 auch mit Regensburg. Und Regensburg ist sicher ein interessanter Partner mit einer durchaus bedeutenden Geschichte des immerwährenden Reichstages. Und Regensburg ist sehr bekannt durch die Regensburger Domspatzen, eine der besten jungen Chöre der Welt. Qingdao ist mir erstmals als Kind begegnet unter dem Namen Tsingtao. Ja, und später habe ich natürlich von dem bekannten Bier, von der bekannten Brauerei in Qingdao erfahren, dass Tsingtao-Bier noch in der alten Schreibweise. Man sagt ja, viele schätzen deutsches Bier. Ich trinke es gerne und ziehe es vielen, vielen deutschen Bieren vor. Was ich von Qingdao ebenfalls noch kennengelernt habe, das waren Akteure, die im Sino-German Ökopark arbeiten und dort eine bilaterale Kooperation, Wirtschaftskooperation betreiben und die sehr engagiert sind. Deswegen, es sind zwei sehr interessante Städte, Qingdao, Regensburg, und wie man mir mitgeteilt hat, besteht ein reger Austausch zwischen den beiden Städten. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Austausch nicht nur auf den hohen politischen Ebenen erfolgt, ist auch wichtig. Ein solcher Austausch, eine Partnerschaft, eine Freundschaft zwischen zwei Ländern braucht ein Fundament ebenfalls. Und dieses Fundament besteht in einem kommunalen Austausch, in einem Austausch, in einer engen Verbindung zwischen Städten. Also deswegen mein herzlicher Glückwunsch zu dieser gelungenen Partnerschaft zwischen Qingdao und Regensburg.